Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von dem Kanal. Lange, lange ist es her, dass ich, seit ich eine komplette Wave der Masters of the Universe Origins vorgestellt habe, das lag jetzt nicht nur daran, dass ich keine Zeit hatte, was aufzunehmen, sondern es hat lange, lange gedauert, bis ich wieder eine Wave vollständig hatte. Ich glaube, es zieht sich jetzt schon Monate und Wochen. Also das ist jetzt die Wave 8, ja. Wave 7 habe ich ja schon mal vorgestellt. Ich glaube aber nicht komplett, sondern Stratos alleine. Das fehlt noch als Video mit meiner Einschätzung. Stratos hatte ich ja dankenswerterweise aus den USA mitgenommen bekommen. Und auch diese Wave ist eine Wave, die wirklich lange gedauert hat. Wave 6 habe ich noch immer nicht komplett. Da fehlen mir noch die Green Goddess und natürlich Webster. Ja, vielleicht kurz ein Überblick. Den Horde Trooper habe ich schon vor Monaten mir geholt von Amazon. Habe absichtlich nur ein Stück bestellt, weil ja ich tatsächlich von den Classics als Classics-Liebhaber, ich liebe ja die Classics, tatsächlich kein Army-Building jetzt betreiben wollte bei den Origins. Ja. Und ja, der Metallic-Look ist ganz nett, aber ich habe dieses andere Grau eigentlich lieber. Gut, also der ist von Amazon. Der hier ist auch von Amazon, sieht man hier an der schlechten Karte auch. Ich habe mir noch einmal geholt dann von Smith, darum werden wir den hier auch unboxen. Ebenfalls unboxen werden wir uns Clawful. Dadurch, dass ja teilweise die Monsterkämpfer wirklich schwer zu bekommen sind und oft vergriffen sind, habe ich zugeschlagen. Ich habe den auch auf Amazon entdeckt. Nicht ganz zu den, ja, zum Listenpreis, aber ist auch nicht super teuer und habe da gleich mal zugeschlagen, weil ich den bei uns in der freien Wildbahn noch gar nicht gesehen habe. Ja, und jetzt kommen wir zum echten Stinker der Reihe, nämlich zu Sunman mit dem echt dümmlichen Headscalp. Und den habe ich noch als Exclusive von Metal Creations, das werde ich dann einmal extra vorstellen, ja. Das war auch der einzige Grund, warum ich ihn mir geholt habe, weil ich ihn vergleichen wollte mit dem Exclusive, was ich mir halt sehr leichtsinnig gegönnt habe. Ja, schauen wir mal kurz uns an die Abenteuer der Rückseite, wie das manche YouTuber nennen. Kann man hier ein Gemeinschaftsbild basteln? Na? Bei den Deluxe-Figuren geht das ja ab und zu. Nö. Gut, schauen wir, ich habe noch gar nicht alles angeschaut. Alles der Reihe nach. Hier haben wir die Rückseite des Horde Troopers. Den habe ich, glaube ich, auch alleine schon mal festgestellt. Hier sehen wir Thunder Punch He-Man. Der ist ja noch ausständig im Kampf mit den Horde Troopers, also mit vielen Horde Troopers auch im Hintergrund. Und Hordak schaut hier von der Seite zu. Ziemlich cooles Artwork. Thunder Punch He-Man, auf den freue ich mich schon sehr. Aus dem Grund habe ich mir auch die Mondo-Figur bestellt. Das wird meine erste Mondo-Figur, weil ich einfach ein riesiger Thunder Punch Fan bin. Ja, hier sehen wir das Action Feature, bekannt aus den 80ern. Man drückt auf das Horde-Symbol und der Horde Trooper fällt auseinander. Ja, also ich habe schon im eigenen Horde Trooper Video recht viel gesagt zu der Figur. Manchen Fans hat dieses Silber Metallic eher sauer aufgestoßen. Verstehe ich, ist jetzt auch nicht meine erste Wahl, ist aber auch nicht schlecht, ja. Aber im Vergleich, also die Classics-Variante gefällt mir. Ich glaube, das Action-Feature funktioniert dort nicht, ja, aber sonst gefällt mir die Classic-Variante besser. Ja, Evil Horde mit Aufkleber. Schade, dass man nicht auch Horde-Verpackungen gemacht hat, wie bei den Snake Man. Ja, Anti-Eternia He-Man habe ich schon mal vorgestellt. Auch hinten das Cutback. Also hier haben wir Anti-Eternia He-Man vor Hölle Grayskull, wie das ja mittlerweile tatsächlich sich durchgesetzt hat. Also, dass das jemals, ich weiß doch genau, wie ich das Hörspiel Nummer 11, Anti-Eternia, wie ich darauf gestoßen bin, hätte nie gedacht, dass das mich quasi ein Leben lang begleitet, weil damals nach Folge 10 hat es ewig gedauert für mich, als würde es noch Hörspiele geben. Und dann entdecke ich im Freibad eines Sommers bei einem Freund, der hat eine neue Kassette, 11. Ist das echt? Dann habe ich reingehört. Ja, also man ist ja dann doch sehr skeptisch gewesen, das Kind zu Recht. Nicht, haben ja viele Kinder und auch Jugendliche später Unsinn erzählt. Ja, den werden wir uns dann gleich mal näher anschauen. Ja, Clawful versus Teela im Hintergrund Whiplash, den habe ich mir auch schon bestellt auf Amazon. Auch wenn mir am liebsten 200x Whiplash-Version ist, mir eigentlich am liebsten, ich zittere heute ganz schön, ist ja furchtbar.
Nein, auch sehr schön gemacht, sehr stimmungsvoll. Hier sehen wir, wie so oft seine, ja, seine Scherenhände, seine große eben Klaue, und seine lustige grüne Waffe, die ja eigentlich nicht wirklich da hineinpasst. Ja, ich halte mich da heute ein bisschen kürzer. Und dann haben wir Sunman im Kampf gegen Pickett und He-Man gegen Skeletor. Ist hier auch die Variation eines alten Artworks. Ja, Pickett, oh, der ist wenigstens ganz nett. Muss man sich anschauen, ja. Wenn Sie das hier lesen können, brauchen Sie keine Brille und der Fokus schafft es aber auch nicht. Doch. Included? Nein, was steht da? Ich kann es nicht lesen. Wahrscheinlich kaufen Sie alle Figuren. Nein, das habe ich doch schon mal mir angeschaut. Aber ich kann es gerade echt, also ich muss schon sagen, wenn man dann Ende 20 ist, wird schon ein bisschen schwierig. Ah ja, mit Comicheft, ja. Meine Güte. Ja. Na, aber ist natürlich sehr cool, ja, auch wiederum, ja. Also, was ein bisschen weniger cool ist, ist ein lustiger Umhang, mit dem er durch keine Türe passt. Das ist ein bisschen eigenartig. Aber bitte, grundsätzlich habe ich mich an Sunman und seine Spießgesellen auch gewöhnt. Ja, wobei so Charaktere wie Space Sumo und Boltman, puh, 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 puh. Naja, wir werden sehen. Dann schauen wir uns den Gesellen von vorne an. Wie gesagt, ein bisschen so Get-Out-artiger Blick. Und ja, die Farben natürlich so Rastafari-artig mit dem Rulers of the Sun Aufkleber, den finde ich eigentlich ganz okay. Auch die ganze Geschichte drum finde ich okay. Ändert halt nichts daran, das sind halt keine Masters-Figuren. Ich weiß nicht, was sie da verloren haben. Ich hätte gerne, also ich bin ja wirklich der Letzte, der keine neuen Figuren möchte. Habe ich ja auch im Koldar-Video erst gesagt. Ich liebe neue Figuren und neue Fraktionen. Mattel, bitte, gebt mir neue Fraktionen wie die Felslinge. Gebt mir neue Fraktionen wie bei 200X teilweise, ja. Aber das ist halt, ja, offensichtlich günstige Lizenz und ja, man kann es mit den Fans, denen kann man das ja unterjubeln. Passt schon, passt schon. Ja, das ist also die berühmteste, also die meine neueste Wave, die berühmte Wave 8, ja, dass ich es nicht verwechsel. Wave 6 habe ich noch nicht komplett und Wave 7 hat auch ewig gedauert zum Zusammenstellen. Wave 9 habe ich mir ein paar Sachen schon vorbestellt, ja, und Wave 10, da glaube ich, habe ich auch schon irgendwas ergattert. Muss ich dann, werden wir dann sehen, ja? Also, wenn ich die Figuren jetzt rein würde, und ich bin auch bei Glorfool eigentlich ein 200X-Fan. Ich finde die Glorfool-Statue wahnsinnig geil, ja? Also, die ist eigentlich super und dieses bullige Design. Ich finde ihn und Whiplash als 200X-Design einfach großartig, ja? Ich mag den Vintage. Ich bin nicht der große Vintage-Fan, ja. Vintage war damals cool, aber heutzutage erwarte ich mir ein bisschen mehr. Insofern tue ich mir mit der Wave wirklich schwierig, wirklich schwer, die zu beurteilen und wirklich schwierig, die zu reihen. Ich beginnen wir vielleicht von hinten nach vorne. Ich würde sagen, aus naheliegenden Gründen Sunman auf Platz 4. Dann, es ist echt schwierig, es ist echt schwierig, ein Rennen der Top 3. Ich würde fast sagen, Hordtrooper Platz 3, Glorfool Platz 2 und Anti-Eternia Hime, auch wenn wir ihn schon öfters bekommen haben, auf Platz 1 aufgrund der Hörspiele. Und den werden wir uns auch gleich jetzt aufreißen. So, und ich mache das hier mit einer Handkarte, ist eh schon gepinscht, darum ist es Wurst. Und wir reißen hier einfach jetzt den Herrn von Hölle Grayskull auf, ja? Und ich habe das gleich mal so aufgerissen, dass ich nicht zum Inhalt komme. Es ist ja wirklich ein Drama. So, ich mache einen ganz kurzen Schnitt. So, damit auch ja keine Sekunde dieses spannenden Unboxings verloren geht. Nächstes Mal bemühe ich wieder ein Stativ. Ich glaube, den Comicband habe ich jetzt schon zerrissen. Nein. So. Ta ta ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta ta ta. Ta 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 ta. Ta ta ta. Wow. Da hinten mit seinen schwarzen Waffen. Das ist ja wirklich eigentlich. Das ist ja toll. Das ist ja toll. So. Ich mag ja die Origins, das ist der Eizkutsch und ich liebe die Classics, ich wiederhole mich da,
Aber ich liebe die Größe der Origins. Das hat schon einen gewissen Vorteil gegenüber den Classics. Ja, das schlägt sich nicht nur über den Fahrzeugen nieder, sondern auch in der Haptik. Ich finde die wahnsinnig, wahnsinnig gut in der Hand. Die liegen einfach wahnsinnig gut. Und ich muss hier noch diese Fesseln dann hier befreien. Das schauen wir uns dann gleich an. Hier haben wir, das finde ich ja immer ein bisschen unnötig, weil ich bin überhaupt kein Fan von diesem Mix and Match. Aber bitte, hier sieht man, welche Teile man quasi lösen kann. Und hier sehen wir den Rulers of the Sun Comic. Sunman, mal viel cooler als die Figur, mit Skeletor und einem lustigen Clawful auf der anderen Seite. Schauen wir ganz kurz rein. Ja, es ist offensichtlich die deutsche Version für Analphabeten, sodass man nicht lesen muss. Okay, ich sehe es auch schlecht. He-Man kämpft hier gegen Horde Trooper vor Snake Mountain. Ja, warum auch immer. Clawful und Skeletor schauen hier irgendwas in ihrer Kristallkugel an und sehen da links offensichtlich die Fright Zone, in der Mitte Castle Grayskull und rechts irgendeinen Tempel. Da bin ich gespannt. Ah, das ist wahrscheinlich nicht nur irgendein Tempel. Ja, da kommt, ich bin natürlich ein Trottel. Das ist anscheinend Anti-Eternia auf der einen Seite, wo jetzt der Anti-Eternia-Himmel rauskommt und ich denke, was wollen diese Idioten von mir? So, ja, da verpasst gleich mal Clawful zu Recht einen Tritt. Aber Skeletor erklärt ihm offensichtlich, hey, so geht's nicht. Schau mich mal an, ja. Glaubst du, mit mir kannst du, mit mir ist leicht, ist gut Kirschen essen. So, dann ein bisschen Rambazamba, Peng, Peng, Peng. Chitty, Chitty, Bang, Bang. Und Antiternia He-Man packt Skeletor, wirft ihn weg, wirft ihn auf den Boden. Aber es erscheint Sunman auf der Bildfläche gleich eines Erzengels und nimmt den Kampf gegen Anti-Eternia He-Man auf, fliegt von Snake Mountain dann weg, um He-Man noch gegen die Horde Trooper zu helfen und Ende. Naja, gut, also man sieht, es geht doch schlechter als Revelation. Ja, das ist gar nicht mal so. Das war jetzt gar nicht mal so gut, ja? Okay, naja. Sehr furchtbar. So, bevor ich jetzt hier dann weiterverfahre, also ich mache hier noch das nächste Unboxing mit roher Gewalt und mache mich hier zum Affen. So, ich glaube, hier kann ich meine langen Fingernägel drunter setzen und mir das und mich quasi schwer verletzen, wenn ich das unter den Nagel fahren lasse. So, weil auf Clawful bin ich sehr gespannt in der Haptik. Den habe ich seit den 80ern nicht mehr in der Hand gehabt. So, Moment. Langsam aber sicher werde ich zum Meister-Unboxer überhaupt. Ja. So. So, also, wir schauen uns jetzt noch einmal. Nein. Und so. Gleich. Ich sehe schon meine Lieblingswaffe, wie gesagt. Die war ja neulich auch im Himanischen Quartett die Frage, welche Waffen waren unpassend zu den Figuren, und ich glaube, der erste Preis geht an diese Waffe. So. Und Clawful ist auch nur ganz wenig angebunden. Ja, Größe ist phänomenal. Ja, ich finde jetzt die Bemalung nicht so super, und ich mag, wie gesagt, 200X lieber, aber ich werde es jetzt beide mal aus der Verpackung fummeln und wir sehen uns gleich wieder zu dem abschließenden Fazit. So, aus irgendwelchen Gründen, bei mir stehen sie ja fast so schlecht jetzt immer wie die Masterverse-Figuren. Aus irgendeinem Grund will der Schild nicht halten. Hier steckt man das Händchen hinein und hier gibt man es auf den Arm. Das ist jetzt nicht in der richtigen, ich weiß auch nicht, ja, Dicke oder so, keine Ahnung. Aber nicht weiter schlimm. Er ist sonst, schauen wir uns das ein bisschen näher an. So, wenn der Fokus mal möchte. Ich mag ja die Classics-Variante sehr gerne. Ja, aber die ist auch schön, ja. Ich finde ihn jetzt nicht den besten Repaint, ja. Also ich dachte, er gefällt mir besser. Der gefällt mir Faker tatsächlich von den Origins eine Spur besser. So, ich gebe das da im Hintergrund jetzt weg, weil zum einen brauche ich jetzt keine Küchenrolle und zum anderen ist der Fokus einfach verwirrt. Das muss nicht sein. So. Wenn es im Hintergrund kracht, liegt das daran, dass mein Chaos-Spielzimmer täubend in sich zusammenstürzt und mich unter Massen an Spielwaren ja, begräbt. Ja, das ist Anti-Eternia He-Man. Ja, also
Ein mittlerweile sehr beliebter Repaint, ja. Also haben wir auch uns schon ein bisschen satt gesehen, aber einmal geht noch, würde ich sagen, ja. Und hier hinten sein Zauberschwert, seine Doppelaxt und eben das Schild, was nicht ganz optimal hält. Ich will es nicht jetzt vorführen, sonst fällt die Figur um. Und wer mir sehr gut gefällt, so, ist, also der Headscarf, das ist halt Lawful als Classic, finde ich jetzt nicht so gut. Und ich habe die Waffe jetzt auch schlecht buxiert, aber was mir sehr gut gefällt, also ist, die Füße finde ich Weltklasse und der Mechanismus der Scherenhand ist total weich und es bewegt sich wie Butter. Ich wüsste ja nicht, dass das damals so war. Das ist total angenehm in der Bedienung und also das ist butterweich und ist wirklich, das ist angenehm zum Bedienen. Ich kann es gar nicht sagen. Das ist total nett gemacht, gut gemacht. Und was auch gut gemacht ist, ist nämlich auch ein Fortschritt zu früher. Auch die Hand, so, wenn man was sieht, auch die kleine Scherenhand lässt sich drehen, wie man möchte. Ja, dann kann man auch, es gehört ja eigentlich hier hinein bugsiert. Ja, so, Moment, ich zeige es euch ganz kurz. So, jetzt haben wir die beiden Bösewichter aufgestellt. Wir haben sie ja teilweise ein bisschen zu viele Gelenke, weil auch hier habe ich jetzt mit den Füßen ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, aber das sind schon schöne Figuren, ja? Ich freue mich, dass ich beide habe und dass die Origins gibt, freue mich trotzdem, ja. Natürlich hätte ich noch gerne an die 50 bis 100 Classics-Figuren gehabt, aber das ist das Thema eines anderen Videos. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, habt eine gute Zeit und sammelt weiter. Tschüss.